Man findet dann im Antrag auch keine einzige Tatsache, wobei freilich gefühlt, und da gebe ich Ihnen recht, viel für diesen Antrag spricht und die NPD eine zutiefst widerliche Partei ist. Das muss auch mal ganz klar von hier vorne gesagt werden. Es ist schon bemerkenswert, dass die AfD und der Herr Brandner, wie wir ihn eben gehört haben, eine historische Chance verpasst haben. Nämlich die, im Bundestag darauf aufmerksam zu machen, wie weit es mit der Meinungsfreiheit in Deutschland her ist. Das macht einmal mehr deutlich, dass im Grunde die NPD die einzige verbliebene Oppositionspartei in Deutschland ist, die für echte Meinungsfreiheit eintritt. Und das ist auch der Grund, warum man nun einen dritten Anlauf gegen die NPD in Karlsruhe plant. Nach zwei gescheiterten Verbotsverfahren jetzt einen dritten Anlauf zu nehmen, ist im Grunde peinlich. Ich prophezeie, dass sich die drei Verfassungsorgane, nämlich der Bundesrat, die Bundesregierung und der Bundestag, auch bei diesem dritten Anlauf eine blutige Nase holen werden. Wir betrachten dieses Verfahren zwar mit dem notwendigen Ernst, aber sehen ihm trotzdem relativ gelassen entgegen. Wenn das Bundesverfassungsgericht seine Aufgabe ernst nimmt, die Verfassung, das Grundgesetz, zu schützen, dann kann es nicht anders ausgehen, als dass die NPD bei einem dritten Verfahren abermals siegen wird. Die Meinungsfreiheit in Deutschland ist ein hohes Gut. Wir Nationaldemokraten achten und schützen diese Meinungsfreiheit und treten aktiv dafür ein. Wenn auch Sie für echte Meinungsfreiheit sind, dann unterstützen Sie uns genau jetzt, in dem Moment, wo die freie Meinungsäußerung in Gefahr ist. Helfen und unterstützen Sie uns jetzt. Werden Sie Mitglied der NPD.